Ja. Jetzt. Genau. Geht schon los. Also. Ja, das hat diverse Hintergründe, über die wir jetzt nicht reden möchten, warum wir so lachen müssen. Es hat was mit seinem Namen zu tun und mit meinem Chef. Aber das wollen wir nicht weiter erörtern. Neben mir steht Dr. Christoph Hartmann. Ich freue mich sehr, Sie heute Abend hier zu begrüßen auf der Top-Party. Sie sitzen ja mit ganz vielen Promis an einem Tisch. So, wie ist denn das so? Also, Rainer Brüderle würde in solchen Momenten sagen, nackt sehen wir alle gleich aus. Also, ob Promi oder nicht Promi, entweder die sind nett oder die sind nicht nett. Und wenn die nicht nett sind, ist mir vollkommen egal, ob die Promi sind. Sie stellen sich aber jetzt nicht Julia Siegel oder Mariella Ahrens nackt vor, oder? Die konnte man an der einen oder anderen Stelle ja auch so sehen, dass man sich das gar nicht vorstellen muss. Das stimmt. Gut, also Sie fühlen sich wohl hier an diesem prominenten Tisch? Ja. Ja. Alles gut. Ja, alles gut. Wir machen heute eine Saarland-Umfrage und jetzt habe ich endlich einen Saarländer hier. Wir wollen nämlich wissen, was das Allerschönste am Saarland ist. Das war jetzt mit den Promis sehr schwierig, weil die immer nur auf der Durchreise sind. Das heißt, sie haben jetzt die ultimative Chance, uns zu sagen, was das Schönste am Saarland ist. Das Schönste am Saarland ist, dass man hier so gut essen kann. Das kam richtig überzeugend. Da schließe ich mich sofort an. Top Party, ein Riesenevent im schönsten Bundesland der Welt, heute in der Europagalerie. Ist das irre? Also ich kenne die Europagalerie, muss ich ja zugeben, nur von Events. Und zwar deswegen, weil ich sie beim ersten Mal gesehen habe, als ich sie eröffnen durfte. Und jetzt hier in der Zwischenzeit habe ich es nicht geschafft, schlicht und einfach deswegen, weil ich einfach zu viel arbeite. Also zum Einkaufen komme ich nicht. Sie waren noch nicht einmal hier shoppen? Nein, ich war noch nicht einmal hier shoppen, wobei... Hier gibt es so geile Schuhhäuser. Also, um es wirklich ganz konkret zu sagen, ich habe im letzten halben Jahr überhaupt nicht geshoppt. Also deswegen weder hier noch woanders. So kriege ich es wenigstens auf die Art und Weise mit. Und ich muss einfach sagen, ich finde es nach wie vor eine super gelungene Geschichte. Böse Zungen behaupten, das sieht aus wie in einer richtigen Großstadt. Also vor dem Hintergrund, wir sind auf dem richtigen Weg. Okay, und Party hier drin. Ich meine, man denkt ja immer, die Frau Schumann kann das nicht mehr toppen, was sie im Jahr davor gemacht hat. Die schafft das immer wieder. Haben Sie ein paar Worte des Lobes? Ich finde das... Solche Dinge einfach das Saarland ausmachen, dass man auf kurzem Wege in der Lage ist, solche Dinge aus der Taufe zu heben. Und ohne Elke Schumann und ohne diese Dinge wäre das Saarland um einiges ärmer. Das haben Sie sehr schön gesagt. Ich bedanke mich herzlich fürs Interview und lasse jetzt wieder an den großen Promi-Tisch. Vielen Dank. Danke Ihnen.